Hallo und willkommen. Mein Name ist Marius Ebert und ich bin Experte für leichtes und schnelles Lernen und verkürze die Vorbereitungszeit auf IHK-Prüfungen auf ein Drittel bis ein Viertel der sonst üblichen Zeit. Und was ich Ihnen in diesem Video jetzt mal zeigen möchte, ist, wie die Unterlagen aufgebaut sind, mit denen Sie arbeiten im Seminar. Ich habe jetzt mal hier einfach aus dem Marketing etwas genommen. Marketingstrategien heißt das Thema, die berühmte Produktmarktmatrix nach Ansoff. Das sind Ihre Teilnehmerunterlagen und Sie sehen, zunächst einmal habe ich sehr viel investiert, um den Teilnehmern auch mal die Menschen hinter den Modellen nahezubringen. Ich habe durch meinen Zeichner umsetzen lassen, wie Ansoff überhaupt ausgesehen hat, wann er gelebt hat. Und wir erzählen im Seminar ein bisschen etwas zu dem gedanklichen Hintergrund. Das ist nämlich jemand, der aus Russland nach Amerika emigriert ist. Und dann kommt sein Modell. Sie sehen auch hier ist die Struktur schon vorgegeben. Und Sie sehen Produkt, Markt, Matrix, Produkt, Markt, Produkte und Märkte. Also zahlenweise die Produkte und spaltenweise die Märkte. Dann wird hier ausgefüllt. Das heißt, der Teilnehmer setzt hier selber ein, was denn die Strategien sind für bestehende Produkte auf bestehenden Märkten, notiert hier also jeweils einen, ja, wenn Sie so wollen, einen Schlüsselbegriff. Ja, die Schlüsselbegriffe werden notiert, jeweils in den Kästchen. Und dann kommen hier weitere Modelle, die SWOT-Analyse, und Sie sehen auch hier wieder Visualisierung, dieses ganz markante Quadrat hier mit dem SWOT, Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken. Und dann, ich scroll mal ein bisschen weiter nach unten, kommt immer eine Zusammenfassung. Das heißt, was wir uns vorher entwicklungsorientiert erarbeiten, wird hier noch einmal zusammengefasst. Sie sehen hier Überschriften, also neudeutsch genannt Headline-Prinzip, Überschriften-Prinzip, kurze Absätze, die man sehr gut erfassen kann. Hier immer, um was es geht, Struktur vor Inhalt. Hier, um was es geht, also die Vorstrukturierung. Dann hier der Inhalt, sehr leicht zu lesen, sehr viel dekodiert, also Fachwörter erklärt. Und so kommt hier die Zusammenfassung. Und dann dahinter kommen noch einmal, kommt ein sogenanntes Repetitorium, also Fragen zu diesen Gebieten. Das war's für diesmal. Tragen Sie sich bitte ein, wenn Sie Interesse haben an meinen Lehrgängen. Dankeschön.